Hi Dio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. In den nächsten paar Folgen machen wir dann den dritten Kartenabschnitt. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Yeah. Ab jetzt. Mhm. Da sitzt er auf dem Buggy. Da sitzt du bei mir auf dem Buggy. Echt? Okay. So. Einfach gelöst, die Schweine. Ich fahre. Aha, und sitzt direkt auf dem Motorrad. Alles klar. Unsere Agenten in der Unidad ist aufgeflogen. Beize. Ein Kartellmann trifft sich mit seinem Unidad-Kontakt, um seine Identität preiszugeben. Das darf nicht passieren. Folgen Sie dem Offizier und eliminieren Sie den Kartellmann. Oh oh. Das ist geil, wenn direkt hinterm Busch dann auf einmal dein Felsen ist. Fakes rausgeballert. Yippie! Bist du runtergeflogen? Willst du nach Informationen suchen? Ah, zum Blick weit langsam. Also Flugzeug holen da. Oben sind die Leute, glaube ich. Was hier alltäglich ist. Hältst du davon? Hallo, Motorrad. Ja, das Flugzeug können wir uns holen. Ah, jetzt, ich glaube den Rest. Und wie ist gerade? Ich habe noch ein Tango. Drittes Ziel. Ich zähle 5. Setze Drohne ein. Oh, hat noch mein Charakter da. Liegt auf immer auf dem Stein drauf, ey. War man da. Wo müssen wir die jetzt am besten? Der ist relativ seppelrad. Ne, der wird jetzt gerade gesehen. Mhm. Ne, genau bei dir. Ja, die laufen halt immer ein bisschen im Kreis, ne? Jo, der setzt sich erstmal hier oben hin. Alles klar. Und ich wieder runter. Ja, ist ganz unruhig, weil du da auch, glaube ich, zu nah an ihm dran bist. Die sind aber auch nur am Latschen. Ja. Ja, die Schütze. Ich sehe eine montierte Waffe. Oh, was sind die noch hoch? Okay. Würde ich nehmen erstmal den, der im Turm ist. Oder oben. Auf dem Dach. Pass auf, dein Sniper wird bestimmt laut sein. Tango ist tot. Alles klar. Alles okay, alles okay. Alles in Ordnung. Ohne Plan. Shit, die haben wohl die Leiche gefunden. Ah ja, die haben eine Leiche gesehen. Was haben die? Eine Leiche haben sie gesehen. Deswegen. Aber gesehen haben sie uns noch nicht, das ist ja das Ding. Die suchen uns jetzt nur. Mhm. Weil die wissen, dass wir da sind. Ja, ja. Na toll. Alter, wollen die mir holen? Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Naja. Willst du mich suchen? Eli. Jo. Schnell in Deckung. Ah, Mann, ich liege. Hat den Heli noch getroffen? Ja. Gut. Ja, der Herr, ey. Ah. Alter, überlebt er denn noch alles, Mann? Kann an den ganzen Magazinen die seine Scheißbrust drücken. Heavy. Ja, und das ist echt Kacke. Ja, viel. Warum hat uns manchmal einfach zu kompliziert? Ja, einfach durch Rambo und na. Wann geht's da? Ey, fast wieder. Wir sind direkt bei den. Ah, und werden gleich wieder gejagt. Was ist das denn? Ja, die suchen uns schon wieder. Das ist geil. Barsche. Der Leutnant will ab. Oh Gott, da kann mich durch die Sandsäcke, die da sind, konnte er mich kurz sehen. Auch geil. Jetzt. Da kommt einer hoch. Scherner. Oh, das stinkt auch schon. Alter Schäder. Warten aber auch drin. Oh ja, Ether noch. Kann ich dir auf den Kopf fliegen mit dem Ding? Hütet euch vor den Lügen, die Pac Katari und seine Rebellen verbreiten. Und sich stabil halten. Sprechen von Gleichheit, Offenheit, freier Wille und Gesundheit. Das sind leere Versprechen, die nur durch Tyrannei erzielt werden können. Das Volk ist nur gleich, wenn es ihm aufgezwungen wird. Pac Katari würde die Früchte eurer Arbeit ernten und den größten Teil behalten. Tenga cuidado. Ihr würdet nicht ernten, was ihr gesät habt. Euch bliebe fast nichts. Der beste Weg, der einzige moralische und christliche Weg zu Erfolg und Wohlstand für jeden Bürger des Landes ist die freie Wirtschaft. Ja, ich bin dann ab. Entgegen der Lügen, die Pac Katari und seine Rebellen. Ah ja. Runter, da im Wasser. Wow. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Das war's mit ihm. Drohne fliegt. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Tango. Zwei Soldaten. Hä, haben die mich gesehen oder was? Was? Gerade im Stand da gejagt. Bei mir nicht? Okay, bei mir wurde gerade umgebombt. Keine Ahnung. Aber weil mich kurz gesehen hat der Typ. Achso. Ah, jemand kommt jetzt bei mir hoch, oder? Doch. Ich sehe 2 Unidad-Soldaten im Innern des Bunkers. Mit dem sind's 5. Der Tango ist hin. Habt ihr nur zu mir geguckt? Okay, ich sehe niemanden. Ist alles am Schießstand. Aufheben können die Wichser. Wegräumen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Tango getötet. Besser. Mal wieder. Ah, da läuft gerade einer runter. Bestätige. Ziel ist der Unidad-Kontakt. Er führt uns zum Santa Blanca-Informanten. Machen wir das sauber und nach Vorschrift. Digga, hast du diesmal was Gutes? Da sind ja 2 Leute. Mhm. Oh. Den hast du gleich bei den Leichen, ne? Mhm. 10.000 Dollar. Da macht doch mal nichts. Nein, hier geht's nicht. Wir treffen uns in der Hütte in den Bergen. Bueno. Der steht unten im Häuschen, Alter, wo wir den anderen gekillt haben. Wolltest du den? Ja, ich lauf nur runter. Wir finden den Unidad-Hauptmann und legen den Kartellinformanten um. Da ist ein zweiter Tango. Treffer. Ziel Nummer 2, da. Ziel Nummer 3. Ah, hier waren wir doch schon mal. Bin ich sicher? Ja. Das ist nicht. Macht 5 Tangos. Ah, da ist der Hauptmann. Ach, das ist noch einer. Da ist ja mal ein Scharfschützer. Stimmt jetzt hier. Tango getötet. Ach, da unten ist ja der Hauptmann. Hast du den Sniper dir jetzt schon geholt? Der Sniper ist weg, ja. Ja, ich bin gekriegt. Wir müssen hinterherfahren. Oh, was? Haut ja. Der gerade ab. Los geht's. Hast du irgendwo ein Fahrzeug? Ah ja, hab ich. Gut. Oh, gleich mitten durch die Pampa, ey. Mal sehen, ob das klappt. So. Baut der einfach ab, ey. Naja, steht doch da, das müssen wir ja machen. Ach, Tail, okay. Egal, ich hab die Kiste. Nicht zu nah ran. Oh, du sitzt da in einem coolen Ding dran. Lass dich ran. Das ist der Buggy. So fährt sich das Ding auch. Mhm. Alter, wenn du dich rauslehnst, Alter, dann lenkt das Auto nach rechts. Ja. Und ich fährt zwei Autolenken. Mit Bremsweg und so. Helikopter mitten auf dem Weg? Oder fliegt der? Ich glaube, der täuscht nur. Ne, da steht abseits. Aber mit den Reifen, sag ich mal, das ist noch ein bisschen buggy, Alter, dass die manchmal im Weg drin sind. Also im Sand versteckt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Besser als wenn das Auto schwebt, sag ich mal. Ja, das war's stehen. Zweites Ziel da drüben. Ich sehe den Santa Blanca-Informanten. Erledigen wir ihn. Töten den Informanten des Kartells. Welcher ist denn das von denen? Der vom Balkon gerade. Der gelbe. Achso. Alles klar. Ziel erledigt. Genau. Ziel erledigt. Der Kartellinformant ist tot. Unsere verdeckten Ermittler sind sicher. Cool, keiner von denen hat es mitbekommen. Den brauchen wir ja nicht. Ist ja freaky. Ja, kannst du ja runter. Oder so.